Und damit willkommen zu einem weiteren Spiel in meinem Adventskalender. Diesmal Black Book. Ich will nicht zu viel verraten, glaube ich. Spiel mit Rundenkämpfen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Wenn es euch gefällt, gerne liken, kommentieren, dass ich vielleicht nächstes Jahr mal planen kann, aufzunehmen. Ansonsten, wir starten und spielen erstmal ein bisschen. Wir machen den Standard. Evil spirits dwelled here in these parts, and in a sense, they still do. I will tell you a story. It happened long ago, even before the revolution. It happened here, not far from Cherdyn. I heard my grandmother tell it. A man was fostering an orphan girl. He was a knower. Everyone called him Old Yegur. She didn't want to become a witch, but he taught her his craft. She was to be married to a special young man. I can't recall what exactly happened, but this young man took his own life. He was later buried beyond the gates of the churchyard. Which meant that he would pass straight to hell. As for the orphan, Vasilisa, she refused to accept it. She was intent on bringing back his soul from the Inferno. To do this, she would need to break the seven seals of the Black Book, which Old Yegur kept, and retrieve him. And it was for that reason that Vasilisa agreed to become a witch. But to become one, she needed to be initiated in a banya or at a crossroads. And so, Vasilisa set out for the crossroads. Ob das nicht vielleicht sogar die Intention war, sie zur Hexe zu machen, indem sie sich verliebt und dann der Liebende wegkommt. Cherdyn utiet peram governandore 1879. 1879 ist relativ zeitnah, ich hätte es jetzt älter geschätzt. Du bist noch schlecht geschlafen. Ich habe gewartet, gehofft, dass du wiederkommst. Aber das bist du nicht und du hast dich auch nicht an den Tisch gesetzt. Wo bist du nur, mein Schatz? Wohin bist du verschwunden? Von Angehörigen in dem warmen Sommer bist du einfach verschwunden. Kein Eingang oder Ausgang für dich, wie es scheint. In der kalten Mutter Erde. Es gibt hier nicht mal einen Kirchenzaun, der dich umschließt. Genug. Ich glaube nicht, dass du es selbst getan hast. Also zu sich selbst getan, ich denke mal, damit ist wieder gemeint, Selbstmörder werden nicht auf dem Friedhof beerdigt. Und das ist sozusagen die Intention, was er getan haben soll, laut offiziellen. Es wird schon werden, es wird schon werden. I'll accept this knowledge from Grandpa, though I know what you thought of that. Okay, ich nehme das Wissen an oder ich werde das nutzen. Auch wenn ich weiß, was du davon gehalten hast. Aber es gibt keine andere Wahl. Oh Gott, es wird hundertprozentig so laufen, dass der Großvater damit zu tun hat. Und eine andere Macht, die uns Sex machen wollte. Okay, ich werde dich von dieser Straße zurückreisen, rausreisen. Schlaf nur, schlaf. Es wird nicht lange sein. Okay, das erste, was ich hier machen muss, weil ich es gerade festgestellt habe. Hey, Dewitzka, irgendwie sind die Volumes relativ leise gewesen. Das glaube ich besser. So, was können wir angucken? Wir können die Kerzen gucken. Ne, was ist? Ach, anmachen, ausmachen. Okay. They didn't bury him in the holy ground. Sie haben ihn nicht auf heiligem Boden beerdigt.
I need to go to the crossroads. The pine needles are golden with the sun already. Okay, ich muss zur Kreuzung gehen. Hier sieht man schon den goldenen Schimmer. Ah, interessante Grafik auf jeden Fall. Herb. Bisschen. Adam's Head. Adam's Head heals meine Wunden. Okay, kleinere Wunden werden geheilt. Wir kriegen 5 Herzen, Leben, was auch immer wieder. Oh, die Kamera geht mit. Ich dachte, das sind immer normale Bildschirme. Kann ich mich hier... Ach, okay, gut. Oh, sie ist aber sehr träge. Ich habe... Moment, ich klicke. Moment, ich klicke. Okay, ist wirklich... Hübsch. Was haben wir hier? Feld. Lass uns das Feld anschauen. Spring is so hot this year. Okay. Frühling ist so warm dieses Jahr. Was haben wir hier? Willgott. I have to go to the crossroads. I have nothing to do in the village. Okay, sie will auf jeden Fall dahin gehen. Zur Kreuzung, und sie will nichts mehr mit diesem Stadt zu tun haben. Nichts hält sie dort. He guards Willgott, it seems. Ah, beschützt Willgott, also die Stadt, wie es scheint. Da hinten ist irgendwas. Okay, Witch Doctors. No ways to protect people from all kinds of curses, Mrs. Herb. Also okay, von Flüchen kann der Benutzer abgehalten werden. Das wissen vor allem die Hexendoktoren. Und das heißt Berikrisch Herb. Oh Gott, man mag mich jetzt schlagen, aber ist das, ist diese Grundannahme tschechisch, polnisch? Ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall zum Crossroads. Ist auf jeden Fall was Osteuropäisches. Kann auch eher rumänisch sein, ich weiß nicht. Prolog. Okay, bei Cordon. Schauen wir mal, was da the passiert. The darkness of the night is filled with anticipation. You're at Mikhail's crossroads, along with old Yegor. You know the ritual that has to be done, but you've never thought of what might happen once it's complete. However, the time to draw the circle has come. Okay, also es soll jetzt durchgeführt werden, du hast aber eigentlich keine Ahnung, was da passieren kann, aber es soll jetzt passieren. Es soll halt geschehen. Grenzposten. Cherding, 16 miles. Selikamsk, 102 miles. Nirup, 21 miles. Okay, einige Städte in der Nähe. Wir sehen hier Augen. Ritualkerzen. Verzauberte Kerzen vom Old Egors Hütte. Mit ihrer Hilfe können wir einen Zirkel erstellen, das uns Schutz wehren kann gegen böse Geister. Ich will parallel mal gucken, aus welchem Land das gibt. Aber hier wird das nur schon... Russland, okay. Gut, ich nehme es zurück. Es ist noch ein bisschen osteuropäischer. So, wir sehen hier auch überall Augen. Das gefällt mir schon mal. Also wenn ich dort wäre, würde es mir nicht gefallen, aber so wirkt es schon sehr passend. Okay, wieder was zum Heilen. The crosses look old. It seems people were buried here quite some time ago. Okay, die Kreuze sehen sehr alt aus. Hier sind auch ein paar Leute begraben oder in der Nähe von der Kreuzung. Sprich, dass das schon Versuche waren oder waren es auch Selbstmörder, die nicht woanders beerdigt werden konnten. So, Old Egor. So, have you found the candles? Ja, guck mal, so ganz hübsch gezeichnet. Well done. All by yourself at that. Seems my teachings were not lost on you after all. Gut gemacht, das hast du schön alleine geschafft. Meine Lehren haben dir also geholfen. Ja, und dass ich 2 Augen habe und die Kerzen 5 Meter rechts von mir gesehen habe. Now let's draw a circle. Oh, das, jetzt wird's schwierig. Be careful not to leave any gaps, otherwise we'll be crushed by evil spirits. Okay, wir sollen einen Kreis zeichnen und keine Lücken darin lassen, denn sonst werden wir zermatscht von den bösen Geistern. Make a circle. Die Kreide schmeißen los, die sie hat. I've made a circle. Is it all right, Grandfather? Er hat einen Zirkel gezeichnet und... Zirkel. Kreis gezeichnet, ist alles okay, Großvater? The circle is drawn. No gaps, good. Too late to dither now. Okay.
Ja, alles gut. Keine Lücken und es ist sowieso zu spät. Jetzt aufzuhören. Glaubst du, ich kann ihm wirklich helfen? Sure, you can. You can do anything when you have the book. So says the legend. Natürlich kannst du das. Du kannst alles machen, wenn du einmal das Buch hast. So sagt es die Legende. Well, go on. It's time for you to take my knowledge. So, es muss weitergehen. Es ist nun Zeit, dass du endlich mein Wissen hast. Such a long time we've spent together. Parting with it is bittersweet. Well, take it. Ja, so lange haben wir schon zusammen verbracht. Das zu teilen, das ist schon ein bisschen wehmütig. Aber nimm es. Ich denke, er meint damit etwas, was er ihr gleich gibt. Schau an. Animation. Wir machen es auf. Would you look at that? What power emanates from the book? Schau das mal an, was da für eine Energie rausstrahlt. The seal is open. It seems great sorcery lurks in you. Well, think about it later. Oh, sieh, das Siegel ist geöffnet. Da ist große Magie drin enthalten. Na gut, lass uns später darüber nachdenken. Hier spricht die Worte, die ich dir beigebracht habe. Bitte, danke. Und ja, ich komme vor 10 Uhr nach Hause. Achso. I'll get up without crossing myself, but I will go to the crossroads. Ohne sich selbst zu kreuzen, also ihr wisst schon, das christliche Zeichen zu machen, wird sie trotzdem zu diesen... wird zur Kreuzung gehen und an dieser Kreuzung wird sie einen Zirkel, werde ich einen Kreis zeichnen und hineintreten. Und dann werde ich sprechen. Liebe Händler, kommt zu mir und kauft meine Katze. Aber für diese Katze gibt mir weder irgendein Rubel oder in dem Fall wahrscheinlich Währung, geldliche Währung, oder ein feinen Hut. Nichts von beiden. Aber gebt mir das Wissen der Dunkelheit und Augen mit scharfer Sicht. Und wie ich sage, so soll es sein. Meine Wörter sind in Stein gemeißelt. Here are your merchants. Now listen carefully, if you value your life. Okay, hier ist der Händler und jetzt höre gut zu, wenn es um den Wert deines Lebens geht. To become a witch, you have to defeat this demon. Okay, im nächsten Werden muss man diesen Dämon besiegen. Time for your first Sagavar. Okay, es ist Zeit für unseren ersten Sagavar. So, willkommen zum ersten Kampf. Jeder Kampf besteht aus mehreren Runden. Du und dein Gegner haben diese, aber wir sind immer als erstes dran. Okay. Du siegst, wenn du alle Gegner tötest, bevor sie dein Leben zu null reduzieren. Das ist das schwarze Buch. Da sind alle deine Sagavors drin. Ich nehme an, Angriffszauber oder Zauber. So, wir sollen die Seite Urasi testen. Und wenn wir unsere Runde beendet haben, sollen wir hier draufklicken. Okay, was haben wir? Wir gucken erstmal an. Wir haben unser Leben. Wir haben 13 Leben. Dann haben wir Defense. Ich weiß nicht, ob damit einfach der Schaden grundsätzlich, wenn 4 Schaden reinkommt, minus 3 ist und dann kommt erst das. Oder ob das sozusagen eine Wand ist vor unserem Leben. Bevor wir... Weiß ich noch nicht. Okay. Hier muss man auch mal gucken. Also hier gibt es... Er greift uns an. Bite mit einem Schaden. Und er hat 13 Leben. Und wir haben diesen Zauber Urasi, der 4 macht. So, und wir könnten auch Kräuter nehmen. Wir gehen drauf und könnten damit was machen. Alles klar. Wir nehmen Urasi. Das wird automatisch auch auf ihn angewandt. Wahrscheinlich, weil es keine anderen Gegner gibt. Und wir beenden unseren Zug. Enemy Turn. Alles klar, wir haben also Defense. Okay. Okay, die Seiten, die du in deinem bis vorherigen Zug hattest, haben sich nun geändert. Die Seiten werden immer neu in jeden Zug verteilt oder sind darin zu finden.
Gegnerattacken können eben geblockt werden mit Defense. Okay, sie schützen uns vor Schaden, aber verschwinden in unserem nächsten Zug. Achso, ist immer noch einründig. Okay, du hast hier die Seite Afdelai. Afdelai? Afdelai? Ich weiß nicht. Mit einem Defense-Effekt, den sollen wir jetzt wenden. Wir haben keine andere Möglichkeit auch. Ja. Aber das ist doch genau das gleiche Problem, oder? Okay, wir machen das. Wir kriegen damit 5. Gegner greift an. Weit. Such enchanted words protect from demons, but this protection fades quickly. Oh. So, die zauberhaften Wörter schützen uns vor Dämonen. Aber deren Schutz wird langsam verschwinden. Now draw up a complete Sagavar. Okay, sollen wir komplettes Sagavar nutzen? Okay, wir können verschiedene Seiten kombinieren. Übrigens, das sieht man hier oben auch. Okay, wir können maximal 3 Seiten zusammennehmen. Okay, es gibt Orders und Keys. Wir sehen hier irgendwo ein Key-Symbol hier unten, ja. Okay, wir können 2 Orders geben, also Befehle und einen Key. Wir können die speziellen Seiten unten sehen. Okay, wir gucken erstmal durch. Wir haben Angriffszauber, Urasi. Und wir haben ein Raba. Naja, das ist doch eigentlich relativ klar, oder? Er macht immer nur einen Schaden. Dann machen wir 2 Angriffssachen. Und das Key-Item gibt uns noch Schutz. 1, 2. Raba. Good job, Vasya. This demon is nearly beaten. Okay, gute Arbeit. Der uns was tut. More spells to read the world of it. Okay, noch ein paar Zaubersprüche und wir haben ihn endlich verbannt. Okay, okay, das schwarze Buch gibt uns ebenfalls Möglichkeiten zu sehen und vorherzusagen, was die Gegneraktionen sind. Okay, wir sollen das genau anschauen, um zu wissen, was da als nächstes kommt. Alles klar, er hat immer noch einen Angriff. Na gut, was haben wir hier noch Schönes? Scar, shit. Waste, damit haben wir 3 Schaden jede Runde, das brauchen wir aber auch nicht. Dann haben wir hier Ruder, das sind 2 als Schlüssel-Item am Ende. Und ansonsten haben wir das auch neu. Class. Ah, da wird der Schaden verstärkt, den wir... Komm, wir machen mal hier. Wir machen das am Ende. Wir geben uns nochmal Schutz und machen Schaden. Gut. Take that, you monkey hellhound. Nimm das dort. Well, now, Vasya, answer this maul. Okay, und jetzt, liebe Enkelin, geh einfach in das große Maul. You'll be a witch as soon as you return. Du wirst zur Hexe, wenn du zurückkommst. Well, safe travels. Okay, sichere Reise. Geht's auf her. Okay, Leute, ich würde mal sagen, das ist ja ein guter Punkt, um das zu pausieren. Gefällt mir von der Aufmachung, vom Stil her richtig, richtig gut. Ist halt mal wieder ein Kartensystem-Spiel. Ich habe davon bisher wenige gespielt. Ich weiß, in den letzten Jahren sind da einige gekommen. Wo man gewisse Karten hat pro Runde, um irgendwas zu machen. Ja, hat mir jetzt nicht unbedingt zugesagt, aber hier in dem Setting finde ich das eigentlich ganz angenehm mal und erfrischend, wenn es noch so kombiniert ist mit dem Rest. Deswegen schauen wir mal, was damit wird. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, gerne liken, kommentieren, dann spiele ich es vielleicht nächstes Jahr mal für euch. Okay, das wäre es auch gewesen und bis demnächst, euer Landetour. Tschüss.